Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde die Debatte heute wichtig und richtig. Ich finde es übrigens auch gut. Ich hoffe, dass viele Menschen zuschauen und finde es auch richtig, dass dieser Deutsche Bundestag vor der Beschlussfassung in Marrakesch Ende November noch einmal sehr ausführlich sich auch mit einem Antrag der Koalitionsfraktionen beschäftigen wird zu diesem Thema. Denn die Menschen haben zu Recht die Erwartung, dass wir uns mit einem so bedeutenden Thema auch hier im Bundestag beschäftigen, obwohl wir formal nicht zustimmungspflichtig sind. Meine Damen und Herren, nicht jede Abkürzung stimmt. Und das stört mich auch bei dem, was wir hier heute diskutieren. Dort steht GCM, Global Compact for Migration. Die eigentliche Formulierung lautet Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Vielleicht sollten wir bei den Begriffen anfangen, denn das heißt übersetzt globaler Pakt, globale Vereinbarung für sichere, geregelte und regelgerechte, regelkonforme Migration. Und das ist ein großer, großer Unterschied. Insofern hat Ihr Vorbild Lenin völlig recht. Sprache fördert Bewusstsein. Lassen Sie uns klar darüber reden, worüber wir reden. Dann verstehen es die Menschen auch einfacher. Wir reden heute über sichere, geregelte und regelkonforme Migration und eben nicht über ungeregelte, unsichere und nicht regelkonforme Migration, was ja eines der großen Probleme in den vergangenen Jahren auf dieser Welt und auch in Deutschland war. Das Ziel dieses globalen Paktes für geregelte, für regelkonforme Migration ist es, dass die Menschen in allen Ländern dieser Welt in ihrer Heimat bleiben können, weil es Lebensperspektive gibt, weil es wirtschaftliche Perspektiven gibt, weil Fluchtursachen bekämpft werden, weil Krieg und Terror bekämpft werden. Und wenn sie denn ihre Heimat verlassen müssen, dann sollen sie in möglichst vielen Ländern gleiche Rahmenbedingungen vorfinden, bessere Rahmenbedingungen vorfinden. Mein Kollege Habert hat in einer sehr gelungenen Rede darauf hingewiesen. Zugang zu Gesundheitssystemen, nicht nur in Europa. Wo sollen denn kranke Migranten hin, wenn in vielen Ländern der Welt der Zugang zum Gesundheitssystem eben nicht für Migranten sichergestellt ist? Wo sollen denn Familien mit Kindern hin, wenn Kinder von Migranten in vielen Ländern dieser Welt keinen Zugang zu Bildung haben, wenn es keine Grundsicherung gibt? Also muss doch unser Interesse sein, mit einer internationalen Vereinbarung in möglichst vielen Ländern dieser Welt sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen, wenn denn Migration unvermeidbar ist, besser werden und nicht alle Menschen, nicht viele Menschen nach Europa und insbesondere nach Deutschland kommen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Renner? Ich gestatte von jedem eine Zwischenfrage, selbstverständlich, bitte. Herr Renner war noch vor Ihnen. Ja, danke schön. Danke schön, dass Sie mir das Wort erteilen. Ich mache es ganz kurz. Ich will diesen Schwurbeleien und diesen Wortverdrehungen, die wir heute seit einer Stunde jetzt hören, gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Ich will nur einfach eine Frage stellen, eine gespaltene Frage. Erklären Sie doch bitte mal, was die Grundlage Ihrer Politik in diesem Bereich ist. Ja. Ich gebe Ihnen zwei Alternativen. Ist es, weil Sie das Fremde so sehr lieben, oder ist die Grundlage Ihrer Politik, weil Sie das eigene so sehr hassen? Bitte geben Sie dafür eine Antwort. Ich bedanke mich, Herr Kollege, sehr für Ihre Frage. Ich will Ihnen sagen, was die Grundlage unserer Politik ist. Die Grundlage unserer Politik ist, die großen Herausforderungen dieses Planeten nicht alleine zu lösen, sondern gemeinsam mit 200 Ländern auf dieser Welt. Das ist die erste Grundlage. Die zweite Grundlage ist, dass wir neben diesem Kompakt für gesteuerte, geregelte Migration dringend einen Kompakt with Afrika, mit Afrika brauchen. Dafür arbeitet unser Entwicklungshilfeminister. Da war die Bundeskanzlerin gerade mit 11 afrikanischen Ländern dabei, dafür zu sorgen, dass Krieg, Terror, Fluchtursachen und die Dinge bekämpft werden, Perspektiven geschaffen werden, private Investitionen in Afrika dazu führen, dass Millionen und Hunderte Millionen von Menschen eine Perspektive in ihrer Heimat haben. Ich will Ihnen eine weitere Antwort geben. Übrigens, auch dagegen ist die AfD. Die AfD ist auch dagegen, dass wir den Entwicklungshilfeetat ein weiteres Mal erhöhen, um Perspektiven und Investitionen in diesen Ländern durchzuführen. Die AfD ist auch gegen
humanitäre Hilfe. Wenn Menschen richtig im Dreck sind, dann gehen Sie zu Herrn Assad und kriechen ihm in den Hintern, statt sich für die humanitäre Hilfe dieser Menschen einzusetzen. Auch das ist unsere Politik. Ich nenne Ihnen den nächsten Punkt. Wir sind deshalb in einer ganz schwierigen Abwägung. Jeder einzelne Abgeordnete in einer ganz schwierigen Abwägung sind wir deshalb eben auch für Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Sie ablehnen, um Krieg und Terror in diesen Regionen zu bekämpfen und dafür zu helfen, dass die Menschen in ihrer Heimat sicher wohnen können. Und meine Damen und Herren, ja, wir sind für bilaterale Abkommen. Wir glauben, dass Staaten miteinander versuchen sollten, möglichst viel zu vereinbaren. Und wir sind für multilaterale Abkommen, auch im Rahmen der UN, weil natürlich Staaten miteinander versuchen sollen, weltweit Standard bei Klima, bei Handel, aber auch bei Menschenrechten und Migration zu schaffen. Und gegen all das sind Sie. Und wissen Sie, was mein Verdacht ist? Sie sind dagegen, weil es Ihnen parteipolitisch nutzt. Weil am Ende, wenn Sie das alles ablehnen, sich mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen, sich mehr Menschen auf den Weg nach Deutschland machen. Und das dazu führt, dass Sie Ihre dumpfen Vorurteile weiter bedienen können und parteipolitisch davon partizipieren wollen. Das ist die eigentlich niederträchtige Schweinerei Ihrer Politik. Und ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen, insofern ist es gut, dass wir heute darüber reden, diese Politik nicht will. Und dass wir alle offensiver darüber reden müssen. Und wir hier im Deutschen Bundestag mit Ihnen streiten müssen. Ja, mit Ihnen streiten müssen. Und Sie Ihre Zwischenfragen stellen sollen. Denn auch Ihre Frage war entlarvend. Auch Ihre Frage war entlarvend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, und auch das Thema überlasse ich nicht Ihnen, dass auch diese Vereinbarung mit 180 Nationen dieser Welt im deutschen Interesse liegt und Deutschland nutzt. Und wer zustimmt, dient Deutschland. Und wer es plump ablehnt, schadet Deutschland und widerspricht deutschen Interessen. Und das ist in diesem Hause zuallererst die AfD. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist Martin Hebner für die Fraktion der AfD.